One, two, three, listen. Ist das alles überhaupt kein Problem, sondern für mich als Athlet ist es jetzt ganz, ganz wichtig, wieder prozessorientiert zu denken und zu überlegen, was ist jetzt meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist jetzt, so schnell es geht, wieder in eine körperliche Konstitution zu kommen, die es mir erlaubt, vom Leistungs- und Regenerationsniveau wieder so zu performen, wie vor dem Krankwerden. Das ist einzig und allein meine erste und einzige Aufgabe jetzt. Genau, und das ist jetzt mein kurzfristiges Ziel. Da muss ich jetzt alle meine Bemühungen drauf setzen, um langfristig oder beziehungsweise mittelfristig wieder produktiv ins Training einsteigen zu können. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Ich würde mal glauben, das wird noch eine Prep-Series-Episode thematisch. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum der Sound so ein bisschen summig ist, das liegt daran, dass ich leicht erkältet bin, wie anscheinend 50% der Bevölkerung, wenn nicht mehr. Ja, es ist unfassbar. Also jeder dritte Check-in befasst sich auch thematisch leider irgendwie damit, dass eine Erkältung vorhanden ist. Also mich hat es auch erwischt. um einmal wieder fürs Protokoll, Mittwoch, 27. Oktober, 16.30 Uhr, seit Montagabend habe ich es, glaube ich, habe ich schon gemerkt, bisschen Halskratzen. Und da wusste ich schon, uiuiui, was ist hier los? Liegt wahrscheinlich daran, dass Colony weltkrank ist, aber auch, dass die kleine Charlotte gerade im Kindergarten eingewöhnt wird und da anscheinend alle Kinder eine Rotznase haben und sich gegenseitig anniesen und das völlig normal ist, dass man, dass junge Eltern öfter krank sind, weil die Kids das aus dem Kindergarten mit nach Hause bringen. War ich quasi mental schon darauf eingestellt, dass es quasi in der ersten Woche quasi gleich losgeht. Hätte nicht sein müssen, aber es ist, was es ist. Was soll ich dazu sagen? Ich kann das ja mal so ein bisschen thematisch zusammenfassen. Grundsätzlich wollte ich heute nochmal auf meine Recovery-Diet eingehen, jetzt nach der Wettkampfsaison. Thematisch, hatte jetzt eigentlich nicht vor, da auch das Thema Erkältung, Erkrankung, Training mit reinzubringen, aber das hat sich nun leider ergeben und das werde ich gleich mal so ein bisschen alles unter einen Hut bringen. Also, wo fangen wir an? Die Recovery Diet befindet sich mittlerweile in der dritten Woche. Und alle Symptome, die man jetzt rückgängig machen möchte, sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, wieder in einen Bereich zu kommen, den man als grünen Bereich bezeichnen würde, der gesundheitlich wieder dort ist, wo man gut performen kann, wo man im Training vorankommt, wo der Körper einfach wieder eine Körperkomposition hat, aus der er sich sicher fühlt, Energie-Output zu erzeugen, konstant, dauerhaft. Und das ist natürlich auch unser größtes Ziel für die jetzt kommende Aufbauphase, für die Improvement Season. Und das ist jetzt aktuell das Ziel. Dadurch, dass wir natürlich schon die drei Peak Weeks aufeinander folgend hatten mit dem linear progressiven Load, das heißt, dass wir die Kohlenhydrate Tag für Tag hochgefahren haben und da wahrscheinlich auch schon auf Verhaltungskalorien waren, wenn nicht drüber hinaus, haben wir dort schon auf jeden Fall, was jetzt so Symptome wie Food Focus und Hunger angeht, dort schon quasi Vorarbeit geleistet durch diese Methodik, definitiv. Also da war ich schon sehr, sehr happy nach den drei Wochen und Kohlenhydrate waren dann schon sehr, sehr normal wieder geworden und auch in diesen großen Mengen. Also dass wir das quasi schon bearbeitet hatten. Was jetzt sonst noch dabei so mit reinfällt, ist so typischerweise natürlich das Hormonniveau, Libido,
ja, was jetzt auch wieder auf einem besseren Niveau ist, was jetzt auch nicht abgrundtief schlecht war, tatsächlich. Dann natürlich das grundsätzliche Energieniveau. Da würde ich sagen, da hatte ich am meisten Defizite erzeugt. Da war es wirklich so, dass ich jetzt in der Phase der letzten 2,5 Wochen wirklich Trainingseinheiten hatte, die waren unglaublich gut. Und darauf folgte dann aber sehr, sehr schnell der nächste Tag eine ganz, ganz schlechte Einheit, wo ich auch wieder die ähnlichen Symptome hatte wie am Ende in der Prep, dass man halt natürlich im Training irgendwie eine gewisse Art von, ja, dass einem schlecht ist, ein bisschen Schwindel, Unwohlsein, solche Sachen dann doch wieder kamen, was mir halt gezeigt hat, dass da noch, entschuldigt bitte meine Stimme, dass da halt noch Bedarf ist, was das Symptom angeht, auf alle Fälle. Was aber eigentlich auch sinnig ist, weil mein, ja, das reagiert natürlich am ehesten einfach aufs Körpergewicht und auf den Körperfettanteil. Und ja, da sind wir halt noch nicht, oder das, nach 2,5 Wochen ist man da jetzt halt noch nicht sofort wieder da, wo man hin möchte. So schnell sollte man dann auch nicht sein. Wir haben ja so 1% pro Woche angepeilt, haben in der ersten Woche, glaube ich, sogar 1,5% gemacht. Dann in der zweiten Woche waren es ziemlich genau 1%. Und jetzt geht es so langsam ein bisschen runter, was mich ein bisschen wundert. Was aber auch dafür spricht, dass die Alltagsaktivität und auch der Need, ja, das, was der Körper so verbraucht, ohne dass man nun aktiv sich sportlich betätigt, dass das auch wieder auf ein Normalniveau kommt. Ja, das sinkt natürlich ab, je länger man in der Prep ist, je länger man im Kaloriendefizit ist, desto mehr versucht der Körper ökonomisch zu arbeiten. Ja, und da akkumulieren sich dann so eine Sachen wie, dass ich halt weniger mit den Fingern mache, meine Augen nicht mehr so oft auf und zu mache, dass die Schritthöhe, wie hoch ich meine Füße hochbringe, geringer wird. Und das passt halt alles an. Und dadurch wird natürlich diese Need, also diese Alltagsaktivität, diese Menge, die an Energie verbraucht wird, immer geringer. Ja, und das sollte sich halt wieder auf ein Normalniveau anpassen, dass man einfach wieder ganz normal so ist, wie man ist, auch von den kleinen Bewegungen. Und ich glaube, da bin ich jetzt schon langsam wieder auch da auf Kurs auf alle Fälle. Ja, auf Kurs auf alle Fälle. Ja, das heißt, ich wiege jetzt im Schnitt, glaube ich, 77,2 Kilo. Tiefsteinwaage der Prep waren 74,8. Das wären dann 2,5 Kilo. Roundabout 2,5 Kilo. Richtig? Richtig. Ja, 2,5 Kilo in 2,5 Wochen. Ja, womit ich ja, sehr, sehr zufrieden bin. Ja, also da sind wir auf alle Fälle auf Kurs. Dass ich jetzt mich ja durch diese Erkältung mich jetzt da niederstreckt, ist natürlich nicht ideal. Ja, also dadurch, dass wir immer noch in so einer leichten Findungsphase sind für den Trainingsblock, für die Gesamtstruktur, stört mich das jetzt deutlich weniger. Wenn ich jetzt schon quasi in diesem Prozess drin wäre, würde es mich natürlich ein bisschen mehr was heißt stören, es würde mich ärgern in gewisser Weise, es wird mir, ja, tut es jetzt halt nicht, weil ich sowieso gerade dabei bin, ein neues Gym, habe ein neues Gym dazu genommen und dadurch sind wir halt noch so in so einer Findungsphase, welche Übungen, welche Maschinen wir mit reinnehmen, dort Setups finden, Gewichte finden, Rep-Ranges finden und. Das heißt, wir sind noch nicht so richtig in Fahrt. Und jetzt, ja, zu pausieren ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ja, also einmal das, kann jetzt einfach ja auch mal so sagen, wie ich es jetzt dieses Mal gehalten habe mit dem Kranksein, nachdem ich jetzt, glaube ich, auch wirklich 2 Jahre gar nicht mehr krank war. Boah, jetzt kratzt der Hals, er redet zu viel. Oh. Was wollte ich sagen? Ja, also Trainingspause, definitiv Trainingspause. Da bin ich mittlerweile jemand, der sagt, okay, meine Aufgabe jetzt als Athlet ist es, nicht auf Biegen und Brechen zu trainieren. Ja, schon gar nicht jetzt in der Recovery Diet, ja, wo ich jetzt überhaupt nichts davon habe, jetzt einfach zu trainieren. Denn wir sind sowieso dabei, eigentlich bei einem Kalorienüberschuss. Das heißt, ich brauche mir keine großen Sorgen machen, dass ich jetzt Muskeln abbaue.
das ist eigentlich das Einzige, wo man sich dann Sorgen machen muss, ja, dass man dann trainieren muss, ja, dass man da die Muskelproteinbiosynthese hochfährt durchs Training, was halt den höchsten Grad und auch die Länge dessen, wie das sozusagen hochgefahren wird, am stärksten ist. Das ist jetzt nicht der wichtigste Faktor, von daher ist das alles überhaupt kein Problem, sondern für mich als Athlet ist es jetzt ganz, ganz wichtig, wieder prozessorientiert zu denken und zu überlegen, was ist jetzt meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist jetzt, so schnell es geht, wieder in eine körperliche Konstitution zu kommen, die es mir erlaubt, vom Leistungs- und Regenerationsniveau wieder so zu performen, wie vor dem Krankwerden. Das ist einzig und allein meine erste und einzige Aufgabe jetzt. Genau, und das ist jetzt mein kurzfristiges Ziel. Da muss ich jetzt alle meine Bemühungen drauf setzen, um langfristig oder beziehungsweise mittelfristig wieder produktiv ins Training einsteigen zu können und den Prozess starten zu können. Ja. Jetzt zu trainieren und die Regeneration vielleicht zu verschlechtern, wäre halt alles etwas Kontraproduktives, was mich im Prozess eher bremst, und das hat einfach keinen Nutzen für mich, und das muss ich streichen, auch wenn ich, und da werden viele jetzt natürlich auch sagen, kenne ich, emotional das Gefühl habe, ich würde trotzdem gerne trainieren, ja, und dann kommen halt so die Gedankengänge wie, naja, ich fühle mich ja gar nicht so schlecht, ich habe ja nur ein bisschen Schnupfen, kratzt ja nur ein bisschen im Hals, vielleicht kann ich ja doch trainieren, oder wenn ich jetzt nicht trainiere, dann müsste ich ja, glaube ich, auch die Kalorien runterschrauben, weil ich bewege mich ja nicht so viel, ja, solche Geschichten, oder ja, wenn man dann halt schon in diesem Momentum drin ist, von dem ich eben gesprochen habe, sagt, oh, ich bin jetzt gerade im Aufbau, Momentum ist so da, jetzt nicht trainieren, oh, dann ist der ganze Progress dahin. Das sind alles so Gedankengänge, die völlig normal sind. Haltet euch aber vor Augen, dass es eure Aufgabe ist, im Prozess jetzt euch wieder in diese Position zu bringen, zurück ins Spiel zu kommen und auch nur ins Spiel zu gehen, wenn ihr auch wirklich punkten könnt. Ja, also ich nehme immer gerne die Analogie, ist ein Basketballspiel, ich weiß nicht warum. Ihr sitzt auch jetzt auf der Bank, ja, weil ihr verletzt seid, weil ihr müde seid, weil der Körper nicht möchte. Der Coach, ja, der Coach wird euch nicht aufs Parkett schicken, wenn er weiß, ihr werdet nicht punkten oder ihr werdet nichts dazu beitragen, dass jetzt Punkte erzielt werden. Also bleibt auf der Bank und erholt euch, bis ihr in der Lage seid zu punkten. Und punkten meine ich ganz simpel, dass wir halt einen Reiz setzen können, der im Nachgang halt auch Hypertrophie mit sich bringt, der Anpassung ermöglicht. Ja? Und ja, das ist ganz klar jetzt die Perspektive, die man eingehen sollte. Das ist mir in der Vergangenheit immer enorm schwer gefallen, wenn ich krank war. Auch primär aus dem Gedanken heraus erstmal bei mir, dass ich dann nicht so viel essen wollte, weil ich ja vermeintlich so viel weniger Kalorien verbrenne und dann natürlich zunehme, ohne zu trainieren. Und das ist natürlich nicht akzeptabel. Das habe ich diesmal natürlich, oder was heißt natürlich, habe ich zum Glück anders gestalten können. Ich habe die 3300 Kalorien, die wir ausgegeben haben, die letzten 4 Tage, in denen ich halt auch nicht trainiert habe, konstant weiter konsumiert, um meinem Körper halt jetzt nichts wegzunehmen, irgendwas zu kürzen, was seine regenerativen Kapazitäten halt vorher waren. Das ist sicherlich nichts, was jetzt dem Ganzen zuträglich wäre. Und wieder mit dem Gedankengang, ich möchte jetzt im Prozess das tun, was ich als nächstes tun muss, um das Kurzfristige zu bedienen, dann ins Mittelfristige zu kommen und langfristig mein Ziel zu erreichen. Und ja, was sich jetzt auch selbst auch im Körpergewicht bemerkbar macht, trotzdem ist die Rate of Gain sogar runtergegangen, ja, was auch wieder dafür spricht, dass der Körper mit dieser Erkältung auch natürlich zu tun hat und dass ihm auch Energie kostet, ja, muss man halt auch sich wieder vor Augen rufen, nur weil ihr jetzt weniger Schritte macht und nicht trainiert, heißt es nicht, dass der Körper weniger Energie braucht, er braucht diese Energie natürlich auch, um zu arbeiten, um dagegen vorzugehen, um sich zu erholen. Und das ist etwas, was ich glücklicherweise diesmal emotional ohne weiteres konnte, zum Glück, was in so einer Recovery-Phase nach einer Contest-Prep, wo man halt natürlich auch so eine Bestform hatte, nicht selbstverständlich ist. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber.
dass mir das so leicht fällt und auch, dass ich das Training pausieren kann, ohne dass ich jetzt mir zu große Gedanken mache. Was aber, wie gesagt, dem Umstand geschuldet ist, dass ich eh noch nicht in einem Momentum drin bin. Ja, das macht es mir natürlich leichter, das muss man dazu sagen. Wäre ich jetzt vielleicht schon in der Improvement Season und in Woche 3, 4, 5 eines Mesozyklus, dann würde es mir sicherlich schwerer fallen, bin ich ganz ehrlich. Ja, das, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Aber ja, das ist jetzt so der Status. Das heißt, ich bin noch in so einer Zwischenphase quasi zwischen Ende Wettkampfvorbereitung und dem Start der richtigen Improvement Season, den ich, wenn ich nicht krank geworden wäre, für mich als Kickoff so Anfang nächster Woche gesehen hätte, so wie ich es eingeschätzt hätte, wie sich die Symptome, die wir halt rückgängig machen wollten, alle in Bereiche bewegt haben, wo man überall sagen kann, okay, grünes Licht, grünes Licht, grünes Licht. Wir können wieder im Training Vollgas geben. Das Verlangen nach Training war nach der Wettkampfsaison sowieso schon enorm hoch, was auch nicht immer gegeben ist. Dadurch, dass ich den Sport jetzt für mich so neu entdeckt habe und ja einfach nochmal deutlich mich verbessern möchte und das jetzt auch ganz gezielt tun möchte. Was vorher wollte ich es auch ganz gezielt tun, aber jetzt nochmal mit einem anderen Drive, mit einer anderen. Ja, die Intention ist die gleiche. Ja. Ich bin auch Ende 2018 mit der Intention ins Coaching gegangen mit Steve für diese Wettkampfsaison. Das war von Anfang an unser langfristiges Ziel. Ja. Und jetzt ist halt 2024 oder 25, wahrscheinlich eher 24, sonst ist der Zeitraum zu lang. Ja, mal schauen. Auch wieder das langfristige Ziel. Und klar, möchte ich da möglichst schnell in den Prozess reinkommen, weil es mir einfach Spaß macht. Aber ich weiß auch, dass schnell hier nicht sonderlich hilfreich ist, sondern dass ich natürlich die Geschwindigkeit fahren muss, die dann auch die Ergebnisse, die ich dann produziere, nachhaltig in einer Nachhaltigkeit ermöglichen. Sagen wir es mal so, ja, und in dem Gesundheitszustand jetzt, plus, dass das Energieniveau noch nicht ganz da ist, wo es ist und dadurch, dass ich jetzt krank bin, das auch natürlich jetzt nicht so ideal ist, um das maximal hochzufahren, wird das Ganze jetzt, ich hätte mal das Handy ausmachen sollen, es bimmelt hier die ganze Zeit. Ja, wird jetzt wieder meine Geduld gefordert. Ja, Geduld heißt, ich habe jetzt, wenn es gut läuft, denke ich mal noch 3-4 Tage, dann kann man langsam wieder ins Training gehen und dann das letzte Setup finden, sich eingrooven und dann ist das Ganze halt dann 2 Wochen später wirklich dann zum Start in die Improvement Season da, dann hat man wirklich 4 Wochen nach der Wettkampfsaison wirklich sich um die Recovery gekümmert, auch das Training nicht zu intensiv gestaltet. Das Verlangen nach Training wird dann nochmal enorm höher sein, was auch nicht verkehrt ist, sondern auch ein positiver Aspekt ist. Und ich denke mal, das ist so ein kleines Roundup, was aktuell so bei mir stattfindet oder vor sich geht. Ich hoffe, ihr konntet da auch so ein bisschen was mitnehmen, was das Thema krank werden und trainieren und Ernährung angeht. Wenn dem so ist, schreibt mir gerne mal unter das YouTube-Video, wie eure Erfahrungen damit sind, wie ihr damit umgeht oder was ihr gelernt habt, ob ihr mal anders damit umgegangen seid, wie ihr jetzt damit umgegangen seid, würde mich halt sehr, sehr interessieren. Und die Prep-Series wird dann definitiv beendet mit dem Gastauftritt von Steve. Da sind wir gerade dabei, noch einen Termin zu finden. Der ist natürlich jetzt aktuell in der tiefsten Phase seiner Prep. Aber so langsam möchte ich dann halt auch wieder den Podcast in sein altes Format bringen, Gäste wieder zurückbringen, thematische Sachen wieder bearbeiten. Mit der Rückkehr meiner Energie möchte ich den Podcast auch wieder in alte
wie soll ich das sagen, nicht in alte Muster bringen, aber ihn ja wieder so erscheinen lassen, wie er mal erschienen ist, nämlich mit vielen Facetten, mit vielen Charakteren und mit deren Erfahrungswerten und mit deren Input. Und ja, das wird ja zur Zeit wieder hochgefahren, hoffe ich. Ja, noch habe ich es nicht angegangen, aber das hier schon mal, um mir Selbstdruck zu machen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Feedback war jetzt nach der letzten Folge nochmal enorm, enorm gut, ja, weil dann so ein bisschen aufkam, vielleicht höre ich auf damit. Viele von euch freut es sehr, wenn ich diese Solo-Episoden aufnehme, ja, also die gefallen euch sehr, sehr gut, ja, scheinbar. Wenn ich da so ein bisschen vor mir selbst hinsinniere und überlege und vielleicht auch das eine oder andere hier ins Mikrofon ja, zum Besten gebe. Von daher muss ich mal überlegen, wie oder was ich hier für ein Solo-Format fahren könnte. Ja, lasst mir einfach mal ein paar Ideen da, was man so machen könnte. Improvement Season alleine, Podcast, I don't know. Gut, ich verbleibe erstmal. Wir hören uns in der nächsten Episode. Wie immer, gerne ein Abo dalassen bei YouTube, falls noch nicht geschehen. iTunes, Spotify. Freuen wir uns drüber. Bis zur nächsten Episode.